Ich bin immer davon ausgegangen, dass Bushido mein Dr. Dre sein will. Bis zu dem Tag, wo ich gemerkt habe, er will kein Dr. Dre sein. Er scheißt darauf, Mentor zu sein, und er kann es gar nicht. Er kann nicht sozusagen die Aufgaben erfüllen eines Mentors, weil dann hast du ja einen Schützling und um den musst du dich kümmern, und das wollte er nie. Er wollte damals schon nicht mein Album produzieren, wo wir da bei Agro Berlin uns getrennt haben. Aus dem Grund haben wir uns auch getrennt. Und seit dem Tag nicht mehr, nein. Ich bin der Meinung, dass er teilweise sowas wie mein Dr. Dre ist. Ja. Und Zilla teilweise sowas wie mein 50 ist. Und ich bin dann sowas wie ein Eminem. Jetzt nicht künstlerisch gesehen. So. Und ich bin der Meinung, dieses Band, wenn man das Band durchschneidet, ist es sehr schädlich für die Karriere. Für Bushidos Karriere und für meine. Mhm. Er durchschneidet das Band jedes Mal, wenn er mir schaden will und es gut für seine Karriere ist, und cuttet oder kittet das Band dann wieder, wenn es ihm hilft. Das heißt, er spielt Schach, er nimmt sich alle Leute so, wie er braucht. Und ich habe öfter mal den Fehler gemacht, ich habe dieses Spiel mitgespielt, aber dieses Spiel gibt es nicht mehr. Also alle Vorteile, die ich durch Bushido hatte, dass ich mit ihm was gemacht habe, auf diese Vorteile verzichte ich. Weil ich mach mein eigenes Ding. Aber es stimmt, also teilweise war der mein Vorbild. Na klar, ey. Ich habe bei dem angefangen, im Kinderzimmer zu rappen, und seine Mutter hat nebenan Essen gemacht, Alter. Was ist los? Es ist ja auch von der Erfolgsgeschichte her. Von der Erfolgsgeschichte zu dem Zeitpunkt und in deiner ersten Hochphase ja auch einzigartig gewesen, was da passiert ist drumherum. Und ich bin ja, also ich bin sicher, dass das prägt. Ja, und also, um nochmal zu sagen, so, die einzigen Rapper, die für mich überhaupt Rapper sind, die sozusagen was Eigenes erschaffen haben, einen eigenen Film erschaffen haben, auch wenn ich mit in diesem Film drin war. Mhm. Es ist ja trotzdem ein Bushido, der diesen Film auch mitgemacht hat. Es ist ja nicht so, ich habe ihm mit Spectre da ihm sein Leben, seine Karriere gemacht, so ein Blödsinn. Ich kam mit den Punchlines, mit den Titeln, Spectre kam mit dem Look, aber den Flavor, den hatte Bushido. Ja. Und das muss man ihm lassen. So, den hat er auch noch heute manchmal teilweise so. Es gibt natürlich auch Sachen jetzt, wo ich sage, oh mein Gott, würde ich auch nicht mich mit identifizieren können. Also heutzutage, glaube ich, die letzten 2-3 Jahre, würde ich überhaupt nicht mit dem, glaube ich, irgendwas gemeinsam machen. Aber alleine von der Musik. Ja, aber ich stehe dazu. Ich finde das cool. Auch Sido, Alter. Auch Sido ist teilweise, hat mich krass beeinflusst. Carlo Cooks Nutten ist immer wieder ein Thema. Das musst du dann irgendwann alleine machen, oder? Nein, Alter. So, er hat die Patentrechte. Er darf das machen, so, dann soll er das machen. Und wenn er, und das ist ja wieder das Ding, und wenn es für seine Karriere gut ist, dass er dieses Band durchschneidet mit Flair, dann wird er es machen, weil er ist skrupellos. Er macht es dann. Und dann sitze ich da und sage mir, ey, wie kann ein Mensch, mit dem du damals im Ghetto, aus dem Ghetto dich hochgerappt hast, mit einem Gangname, Carlo Cooks Nutten ist ein Gangname, wie kann man darauf spucken? Aber für ihn ist es ein Produkt, für mich ist es mehr, für mich ist es mein Leben. Für ihn ist sein Produkt. Ja. Er scheißt drauf. Trotzdem bist du... Und darum bin ich emotional. Ja, genau. Da sind wir jetzt ein bisschen an dem Punkt. Trotzdem bist du manchmal, du bist emotional und reagierst dementsprechend auch. Auch auf andere Künstler draußen. Aber dann denkst du auch wieder sehr in Marktstrategien. Deswegen Flair ist mehr Business als Rap. Ich musste mehr Business als Rap sein, weil Leute wie Bushido, die mehr Business gemacht haben, mich dadurch gefickt haben. Was würde ich denn jetzt machen? Bushido sagt, ich mache CCN jetzt mit Tupac. So, und dann sitze ich da. Keine eigene Marke, kein Maskulin, kein Süd-Berlin-Maskulin-Kollabo-Album mit Zilla, kein Flair, keinen eigenen Sound, keine neue deutsche Welle, nur Carlo Cooks Nutten. Was hätte ich dann? Dann wäre ich, glaub mir, ich könnte Tütensuppe essen. Das mache ich, weil es geht ums Überleben bei mir. Ja. Und darum habe ich meine eigenen Marken, darum bin ich Business so. Ich werde natürlich jetzt wieder mehr Künstler sein, weil ich habe diesen ganzen Rattenschwanz, diese ganzen Künstler da, diese ganze Label-Scheiße ist jetzt weg, Gott sei Dank. Ich mache jetzt noch Zilla, und Zilla-Album werde ich gut rausbringen, und Zilla wird auch auf jeden Fall Top 10 charten, dafür werde ich sorgen. Ich gebe alles, was ich kann, und danach ist auch mit Zilla vorbei. Und ja? Und dann mache ich vielleicht mit Zilla Musik mal, aber ich will mit Zilla nie wieder übers Geschäft reden. Nie wieder. Ist mir zu anstrengend alles. Warum?
Wenn man es sich zu, mit, es ist zu viel Business. Ja, aber wenn man sich mit dir unterhält, dann geht es immer ziemlich schnell in die Richtung. Dann hast du Strategien, dann hast du Ideen. Das haben wir jetzt alles nicht auf Kamera, aber dann unterhalten wir uns eine halbe Stunde vorher. Ja. Und da geht es um Strategien und allem drum und dran. Ja. Und dann auf die Leute wollen nicht mitmachen bei den Strategien. Guck mal, du hast eine gewisse Intelligenz. Dankeschön. Und du siehst das mit Abstand, weil du bist kein Künstler. Die Künstler verstehen das nicht. Mhm. Künstler, weißt du, Deutschrap versteht mich nicht, ist auch Silla. Mhm. Wenn ich mit ihm, wenn ich mit einer Marketingstrategie komme und ihm das so erkläre, dann kommt er und sagt, nee, ich möchte nur lieber vom Alt zum Hulk und ich möchte das genau so und so. Und dann sage ich zu ihm, ey Junge, das ist so cool, aber wir brauchen mehr. Und guck mal, lass mal schlau sein. Guck mal, Kollege, guck mal Farid Bang, wie die gemacht haben. Verstehst du? Mhm. Trotzdem gibt es ja jetzt diesen großen, wenn wir jetzt gerade bei Silla sind, diese kleine Diskussion darüber, wer denn nun Bodybuilding ins Rap-Business und den ganzen Fitness-Kram damit reingebracht hat. Der. Da behaupte ich als These, Fitness hat mit Rap nichts zu tun. Oder Bodybuilding hat mit Rap nichts zu tun. Ja, und da sage ich dir als Gegenthese, dass im Deutschrap die Elemente zählen: Straße, Bodybuilding und die Musik. Kein Breakdance, kein DJing, gar nichts mehr. Die Straße. Irgendwelche jugendlichen Kids, die auf der Straße rumhängen, sind wichtig. Wie siehst du aus? Machst du diesen Bodybuilding-Kram und deine Musik? Wie waren nochmal die vier Elemente von Kollega? Weißt du die noch? Ja, also wie wir. Es geht jetzt nicht mehr Rap, es geht jetzt nicht mehr um Graffiti, Rap und Breakdance, es geht um Cash, Nutten, Fame und Schnellcash. Oder irgendwas habe ich da gerappt, keine Ahnung. Jihad hat sich eine Stunde darüber aufgeregt, diese vier Elemente von Kollega, dass wir die schon auf Neue Deutsche Welle gerappt haben. Er sagt, diese Wichser klauen alles von uns. Ich meinte, bleib mal cool, Mann. Die sind wahrscheinlich selber auch auf den Film gekommen. Vielleicht haben sie es auch gar nicht gehört. Vielleicht. Aber ja. es gibt auf jeden Fall die Elemente. Und ich sage dir, Bodybuilding ist ein Element, so wie Breakdance früher, wie ein Element von Hip-Hop war. Aber nur in Deutschland. Nicht in Amerika. Die scheißen auf Bodybuilding. Ja, ne, die Amerikaner, wie meinst du? Die Rapper? Nein, ich meine die amerikanischen Rapper, die Schwarzen, die scheißen auf Bodybuilding. Ja, das ist ja viel zu anstrengend. Es gibt dann Bodybuilder, die auch noch Rapmusik so, aber es gibt keinen Rapper, der dann kommt und sagt, yo, ich bin Mr. Olympia. Ich stelle mir gerade Rick Ross auf dem Fitnessmagazin vor. Ja, obwohl LL Cool J war auf dem Fitnessmagazin. Ja, gut, aber der ist ja auch Schauspieler. Ja, hast du recht. Der geht dann ja schon wieder aus der Kategorie raus. Oder? Na, ja. 50 war auch Buddy, aber 50 hat das nicht so auf diesen Fitness-Lifestyle-Film getragen. Er hat es einfach nur verkörpert, das ist Street, oder wenn du so aussiehst, dann bist du Street, keine Ahnung. Aber jetzt machst du sowas auch und du bist aber vorher gab es schon ein paar andere Leute, die das gemacht haben und in der Zeit hat sich das entwickelt, dass diese Dinge halt sehr knalleng beieinander sind, natürlich durch Künstler bezogen. So 2007, deutscher Bad Boy Cover, habe ich auch einen auf Oberkörper frei gemacht. Ich habe damals mit Julian Zietlow, ich könnte dir auch Hintergrundinfos sagen, ich könnte dir sagen, dass das 10-Wochen-Programm, was ich mit Julian damals, also er hat es irgendwann dann später ins Leben gerufen, nachdem ich keinen Kontakt mehr mit ihm hatte. Ich habe heute keinen Kontakt mehr mit ihm und ich würde auch niemals ein 10-Wochen-Programm machen. Aber so dieses ganze Fitness-Ding mit einbeziehen und einfach die Optik rüberbringen und einfach das auch rappen, Südberlin Maskulin. Ja, ey, was soll ich euch erzählen? 2007 kam das Album raus, Südberlin Maskulin, mit einem Muskelmann auf dem Cover. Was wollen wir denn jetzt noch diskutieren? Okay, der andere hat einen krasseren Trizeps oder der andere hat einen krasseren Bizeps. Ja, okay, dann hat Kollega Fitness ins Rap-Game geholt. Ja, ist okay, danke. Stört mich nicht. Ja, weil gerade da diese Diskussion, das wundert mich. Dann warte noch, bis meine nächsten Fotos kommen. Wir machen jetzt einen Deal. Ich gehe die Competition ein. Ich kenne die Kollega Photoshop-Bilder. Okay, ein paar sind nicht gefotoshoppt. So, ich habe jetzt mein Maul aufgemacht, die letzten Monate, über Fitness und über Bodybuilding. Ja, dann wartet ab, bis meine Fotos kommen. Ich habe einmal morgens mit einem Morgenlatte ein Bild gepostet. Die Leute sehen jetzt, okay, der ist nicht mehr dick. Wie lange ich schon nicht mehr dick bin, Alter, okay, ich bin nicht mehr dick, haben die gepostet. Warte auf meine nächsten Bilder. Guck mal, das heißt, du postest doch. Das heißt, du bist doch derjenige hinter deinem Twitter- und Facebook-Account. Teilweise, vielleicht poste ich nur bei Instagram. Aber, come on, Alter. Aber ich will dir nur sagen, so... Ey, so wie ich dich kenne, Mann, wir kennen uns jetzt schon so lange und ich weiß, wenn dann irgendein Typ irgendwas schreibt, was dir auf die Eier geht, ist es scheißegal, ob es Künstler oder irgendein Fan ist, dem haust du verbal eine Schelle. Und deswegen glaube ich, warum stört euch das so krass? Nee, es stört mich doch überhaupt gar nicht. Aber warum ist es ein negativer Kritikpunkt jetzt auch, einem Flair gegenüber? Nein, ist doch auch kein Negativ. Ich unterhalte mich doch. Doch, Nee, du interpretierst hier Negativität rein. Die sind ein bisschen hart. Ah, das ist noch mehr jetzt. Noch mehr Negativität. Nein, okay. Alles nein, cool. Ich will mich über dich unterhalten. Ich will ja nicht die ganze Zeit auf dich schießen. Ja, du willst einfach nur Klicks, Alter. Na. Spaß. Okay, erzähl weiter. Für die Klicks sorgst du, wenn du hier irgendwelche Rapper beleidigst und so. Ich beleidige niemanden, alles gut. Ja, finde ich auch besser so. Fühle ich mich wohler mit. Guck mal, jetzt habe ich aber meinen Faden verloren. Genau. Ist übrigens auch immer,
traurig, dass bei jedem Interview, was wir machen, über gewisse Leute geredet werden muss. Über gewisse Rapper, die eigentlich nicht so viel mit meinem Leben zu tun haben. Ich merke das immer wieder. Also ja, das man, nicht, man aber findet keinen Punkt so. Man findet keinen Punkt so. Es geht wirklich darum, ich habe mit Bushido lange abgeschlossen. Ich habe auch mit Farid Bang, Kollega, den Bangern oder den... Weißt du, woran das liegt? Den Leuten, das ist für mich Schnee von gestern. Ja, aber weißt du, woran das liegt? Weil das in der Öffentlichkeit so massiv breit getreten wird. Das liegt aber an dem Interesse der Leute. Ja, natürlich. Aber, ja, aber ich weiß nicht, warum die Leute das so krass interessiert, dass ich aber mich anlege. Aber du zündest doch trotzdem immer wieder ein kleines bisschen. Das passiert doch immer wieder. Kleinigkeiten noch du immer wieder. Du fragst mich Fragen und ich gebe eine Antwort drauf. Und dann das ist der Zündstoff für die. Farid Bang sieht das Interview und sagt dann, also hör mal, jetzt muss ich dem Patrick mal wieder ein Facebook-Post reindrücken, weil der hat ja das und das bei dem Nico gesagt. Du bist schuld. Jetzt bin ich auch noch schuld an der Scheiße. Come on, die meisten Posts machst du alleine. Es gibt Portale, die machen aus deinen 5 Posts oder 10 Posts. Wem poste ich was? Oder Nachrichten machen sie keine Ahnung, 20 News. Ich poste nichts gegen Leute. Ich poste, wenn dann mal irgendwie eine Antwort auf irgendwas, weil ich das gerade lustig finde oder sowas. Aber ich habe mich noch nie hingesetzt und habe gesagt, yo, massiv, ich finde dein neues Album richtig scheiße, du Arschloch. Oder Tuni oder wie die alle heißen. Die wollen doch bei mir. Flair hat keinen Rücken mehr. Jetzt können wir den Angeber-Rapper mit dem dicken Range Rover endlich mal einen reindrücken. Und dann gehen wir wieder zurück in unsere Einzimmerwohnung und schmollen weiter rum. Ich habe nichts damit zu tun, dass die Leute den Erfolg haben, den sie haben. Und sie haben nichts mit meinem Erfolg zu tun. Es gibt sowas nicht. Leute, wacht auf, Alter. Keiner kann meine Karriere beenden. Keiner. Willst du wissen, warum? Ich arbeite härter als jeder. Und es macht mir Spaß. Die Arbeit fällt mir nicht mal schwer. Dann gehe ich noch zum Fitness und dann fahre ich noch in Urlaub. Und dann komme ich wieder und dann sagen alle, oh, Flair ist back. Ich bin nicht back. Ich war nicht weg, Mann. Backspin.